Ja gut, ich hab 64 Barren jetzt gleich schon mal. Also ein Stack. Let's start again. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Terramine. Natürlich wieder mit am Start, der liebe G-Time. Hallo. Okay, und wir wollen jetzt in der Folge, wir hatten das ja in der letzten Folge, haben wir unseren ersten Boss-Fight gehabt. Und in dieser Folge wollen wir den Boss nochmal machen. Einfach aus dem Grund, weil wir noch ein bisschen mehr Erz von dem brauchen. Hast du noch ein paar Pfeile? Ich habe nämlich nicht mehr viele. Ich habe noch 45, das reicht aber. Drauf geschissen, Alter. Okay, ja gut, dann versuchen wir es, ne? Nicht warte mal, warte mal, warte mal, das stimmt gar nicht. Wir haben noch Pfeile, wir haben noch Pfeile. Noch Pfeile. Dann komme ich zum Haus. Warte. Ja, wir müssen aber jetzt Gas geben, weil gleich wird's Tag und am Tag bringt uns das nichts, wenn wir den Boss killen. What? Der Mond geht gerade auf. Ja? Ja, der ist gleich auf der Mitte gerade mal. Hä, wir haben. Hä, wo sind die Pfeile? Wir hatten letztens noch voll viele Pfeile. Ja, wir haben gerade im Bossfight viele verbraucht. Warte mal, wir haben hier Holz. Haben wir Stein irgendwo drinne? Weil aus Holz und Stein kann man das craften. Hier ist Cobblestone. Ja, wir haben irgendwo Steine. Ja, hier ist Stoneblock. Okay, ich crafte welche. Ja, ja, Mann. Brauchst du auch welche noch? Ja, ich habe 45. Also hier, ein paar ich schmeiß welche ab. Fall. Ah, du hast sie wieder eingesammelt. Mach nochmal. Nee, geht nicht. Du musst mir die gleich so zuschmeißen. Du musst sie mir gleich so zuschmeißen. Okay, der Mond geht nicht gerade auf, der geht gerade unter, du Pflaume. Ja? Ja, komm, gib Gummi. Ja, warte, ich bin gerade die Dinger, ich tu das Geld wegschmeißen, das brauche ich jetzt Digga, wir brauchen noch. Nicht 5 Millionen Pfeile, komm. Hier liegen die, nimm. Ja, komm, komm, renn schon mal vor, wir müssen sofort Gas geben, weil der Mond ist gleich weg. Wir haben jetzt ungefähr noch so 2,5 Minuten oder so, 3 Minuten noch. Ja, komm, 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 komm. So, der Boss kommt schon. Okay. Ja, ich sehe es. Und ich klemme mich gerade mit einem kleinen Auge. Ich gebe nämlich richtig auf die Nudel gerade. Okay. Jetzt müssen wir mal einen Rekord ausstellen. Komm. Boah, ich habe richtig viel Schaden gekriegt. Aber ich setze gerade alles auf eine Karte drauf geschissen, ey. Ich habe dich aus Versehen getroffen. Ist egal. Ich treffe den gerade gar nicht mehr, Alter. Ich schieße einfach permanent daneben. Oh, der geht gerade voll auf mich drauf. Alter, ich habe nur noch eine Lebensleiste. Ja, meine Lebensleiste. Sind auch fast leer. Wow, wow. Junge, jetzt krieg ich... Oh, ich bin tot. Oh, Alter. Nein. Hier sind gerade mega viele Zombies und sowas alles. Komm schnell wieder hier hin. Ja, ich versuche meine Sachen zu holen. Oh, der kommt zu mir. Ja. Boah, jetzt rastet der richtig aus. Komm schnell hier hin. Wo liegen meine Sachen? Wo liegen meine Sachen? Wo liegen meine Sachen? Das kriegen wir nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das schaffen wir nicht mehr. Wo liegen meine Sachen denn? Die müssen da irgendwo liegen. Ich habe keine Ahnung, wo du gestorben bist, Kevin. Ja, ich bin hier. Aller spätestens hier gestorben. Hier sind sie doch. Hier. Da. Hier liegen sie. Alter, überall Zombies. Ja, nee, da ist er. Aber hier sind überall Zombies, Mann. Die gehen mir gerade richtig auf die Nudel. Vorsicht. Alter, du bist mir vor den Bogen gelaufen. Oh, wie soll ich das denn kontrollieren, Digga? Ja, ich habe ihn in die zweite Phase jetzt geschossen. Ich habe ihn in die zweite Phase. Ja, okay, aber blow up by the sunlight. Ist explodiert. Ist vorbei. Nein, die Sonne hat ihn getötet. Wir haben es nicht geschafft, Mann. Das war zu knapp, ey. Wir hätten den eigentlich nicht beschwören sollen. So eine Scheiße, ey. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Egal, wir können ja die Meteorrüstung noch machen. Ist ja kein Problem. Aber ich habe wieder 15 von den Herzen. Ich glaube, das ist so, wenn du stirbst. Deswegen hatten wir nämlich auch beim ersten Mal, wo wir das erste Mal den Bosskampf gemacht haben, wo alles schief gegangen ist. Deswegen hatten wir da, glaube ich, auch so viel. Warte mal, du hast übelst viele Sachen von mir eingesammelt, ne? Nee, ich habe gar nichts von dir eingesammelt. Ich bin da nur in der Nähe stehen geblieben. Weil bei mir ist richtig viel weg. Mir fehlt mein Schwert, mir fehlt mein Bogen. Ja doch, ich habe die im Inventar. Warum habe ich die gesagt? Ich bin da gar nicht drüber gelaufen. Hier. Bogen. Jo, alles klar. Ja, haben wir halt verkackt, ey. Was soll man machen? Aber ich habe 32 Herzen einfach im Inventar, Alter. Ja.
32. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal, wir wollten ja in der Folge doch den Rest von dem Meteorerz abbauen. Weil dann sind wir sowieso erstmal so stark, da macht er uns deutlich weniger Schaden. Weil, ach komm, ey, ich hab schon wieder 3 Linsen hier eingesammelt, ey. Ja, wenn Tag wird, ne? Genau, wir müssen das ablaufen dann, sobald Tag wird. Weil die ganzen Augen verbrennen, aber den Drop lassen die trotzdem fallen. Ja, dann lass mal eben ganz kurz, weil ich hab jetzt schon 4 Linsen gesammelt. Ja, hier liegt auch schon eine wieder. Das ist ja super easy. Ich hab auch 5 Linsen im Inventar. Ist gar kein Problem, dann können wir uns ja schon wieder einen neuen Boss craften. Ja, siehst du, deswegen würde ich sagen. Aber für die Zukunft wissen wir jetzt auf jeden Fall, wir haben daraus gelernt, beschwöre nicht einen Gott auf die einen Boss auf die letzten paar Sekunden. Wenn wir das richtige Equip haben, dann schaffen wir den easy. Das Problem war ja nur, die Rüstung hat nicht so gut ausgehalten noch. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt 4 schwarze Linsen, habe ich jetzt in die Truhe getan. Oder beziehungsweise haben wir jetzt in der Truhe. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen, dass wir, oder beziehungsweise was passiert, wenn wir mit den schwarzen Linsen so ein Ding machen. Ich weiß gar nicht, ob man dafür irgendwas craften kann. Oder ob die für später irgendwann gedacht waren. Vielleicht kommt dann irgendwie der gleiche Boss und nochmal in schwer oder so, keine Ahnung. Normalerweise nicht. Meinst du nicht? Nee, normalerweise nicht, weil es gibt diesen Boss nur noch einmal im Hardmode, dann sind das 2 Augen, aber der ist noch nicht hier integriert. Der Hardmode. Der Hardmode, den gibt's hier noch gar nicht, oder was? Nein, hier gibt's nur 2 Bosse insgesamt in dem Terramine Modpack. Komplett Terraria ist noch nicht drin. Boah, alter Schwede! Ey, das geht richtig, richtig tief runter noch. Ey, ich sehe das gerade, das ist total übertrieben, ohne Scheiß. Wir können es locker beide eine Rüstung daraus machen. Wir können uns eine komplette Rüstung craften gleich. Ich habe nämlich schon wieder 20 Erz. Ich habe schon 26 Meteorbarren. Was? Alter! Ja! Ich habe 26 Stück schon gemacht. Ja, dann können wir dicke Rüstung craften. Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir für eine Rüstung? Wie viel, Kann ich dir gleich sagen. Also ich sag mal so, wir werden so unsere 50 Barren pro Person brauchen, aber das haben wir hier dicke drinne. Wir können uns dann daraus die Schwerter und so auch craften, weil das ist ja besser als Gold. Aber gibt's da auch eine Pickaxe von? Bestimmt. Aber du hast jetzt eine bessere Pickaxe, glaube ich, ne? Die ist besser, die ich habe. Deswegen müssen wir den Boss so oder so noch ein paar Mal machen. Weil die Rüstung vom Boss ist auch besser. Aber hier ist echt übertrieben viel. Das ist richtig unnormal viel. Sache ist natürlich die, für die Zuschauer ist es natürlich jetzt gerade sehr schön anzuschauen, wie wir jetzt hier einfach ewig diese Sachen abfarmen. Aber wir brauchen das einfach, damit wir uns einfach auch geile Rüstung machen können, damit das, was gerade passiert ist, nicht nochmal passiert. Ja. Die Sache ist die, wenn wir nämlich richtig geile Rüstung haben und kaum Schaden vom Boss bekommen, dann könnten wir rein theoretisch auch locker easy hingehen und den einfach mit dem Schwert kaputt kloppen. Ja. Weil mit dem Schwert geht das, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden der uns noch macht, wenn wir diese Rüstung haben. Die ist auf jeden Fall deutlich besser, aber da können wir trotzdem nicht hingehen und die ganze Zeit. Digga, ich habe gerade eine Holzrüstung an. Eine Holzrüstung. Ja, okay. Damit wird auf jeden Fall besser sein als eine Holzrüstung. Die Rüstung ist 3-mal besser als die Eisenrüstung. Nee, ich habe Iron und Copper, genau. Ich habe das ja ausgetauscht. Stimmt, ich habe jetzt eine Copper. Aber Copper ist ja auch nichts, Alter. Wenn du überlegst, was eine Kupferrüstung ist. Ja, das ist nach Holz. Der Schwachsinn. Shragglesinn ist das. Alter, wie viel ist das denn? Das kann doch gar nicht sein. Das wird gar kein Ende mehr. Nee. Ich hab schon wieder über einen Stack von den Erzen. Ja, ich habe jetzt im Inventar 3, fast 4 Stacks davon. Das ist übertrieben viel. Lass uns gleich mal gucken, wie viel wir davon craften können. Weil vielleicht können wir uns ja schon eine komplette Rüstung craften. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr. Gleich mal gucken. Ich finde das Abbauen hier total witzig. Dieses Geklimper ist total witzig. Ja, das ist aus Terraria, der Sound. Ja, ja, weiß ich ja. Aber das hört sich halt einfach 10-mal geiler an als in Minecraft, finde ich. Ja. Ich finde auch bei Terraria zum Beispiel die Musik richtig geil. Ja, das stimmt. Ich finde, sowas hat bei Minecraft, hat was gefehlt immer, dass so wie bei Terraria so eine Musik da ist, so eine geile. Ja, ist doch Musik. Ich finde die Musik von Minecraft auch ziemlich geil. Aber die ist halt einfach super selten. Und die ist halt auch einfach nicht passend. Das ist kommt einfach irgendwann so random Musik, Alter. Bist du einfach so unter der Erde, kommt hier voll die schöne Geklimpermusik und so. Ja gut, ich habe 64 Barren jetzt gleich schon mal.
Also ein Stack. Ich habe jetzt, ich gucke jetzt gerade mal. Ich habe 47. Jetzt kann ich noch ein bisschen was machen. Und dann habe ich gesamt 57 habe ich jetzt. Ja, ich bin gerade noch am Craften hier. Ich werf dir nochmal zwei zu, falls du irgendwie ungerade bist oder so. Ja, warte mal. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich mir denn die Rüstung davon? Du musst erstmal das ganze Ding voll machen mit Meteoritenbarren. Da müsstest du so einen doppelten Barren kriegen. Alles voll machen? Dann ja, alle Fälle. Warte, ich guck mal eben. Ich kann dir das noch nicht genau sagen. Ich muss das gleich selber erstmal kurz abchecken. Du kannst sie sofort so craften, Alter. Die Rüstung? Ich habe jetzt alles voll gemacht, bis auf einen. Jetzt kann ich Meteor, also jetzt kriege ich eine Brustplatte. Ja? Meteor-Brustplatte, ja. Also Meteor-Suit. Seed. Sweet. Ich kann das nicht aussprechen. Ach, ich bin einfach am, ich bin am Ofen, ich Idiot. Machen wir jetzt einfach so, wie es passt. Okay. Muss ja am Amboss sein. Ja, du hast recht. Da, Meteor. Siehst du da? So, jetzt habe ich hier einen Meteor-Helm. Schuhe habe ich auch, da musst du nur eine Reihe freilassen. Wie hast du den Helm gemacht? Kannst du mir noch zwei Stück geben, dann kann ich mir noch Schuhe craften. Ja, ja, wie hast du den Helm gemacht? Den habe ich einfach ein bisschen mehr. Ich glaube, drei freigelassen oder vier. Kannst du mir noch eben gleich zwei Barren zuwerfen? Ja, sonst muss ich die ganze Scheiße nochmal neu anfangen. Ah, ja. Sehen auf jeden Fall schon ziemlich geil aus. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. So, bitteschön. Danke. Ja, ich habe die Rüstung auch an jetzt. Alter. Ja, Mann. Alter, leg doch diesen Scheißstein daran. So. Das ist die Vernichterrüstung. Gucken wir mal. So sieht sie jetzt aus bei mir. Guck mal. Bei mir sieht's richtig scheiße aus, weil mein Mund einfach rausguckt. Ja, der guckt da raus, wo diese Brille sein soll, glaube ich. Ja, genau. egal. Okay, boah, Junge, diese scheiß Slimes, ne? Lass uns mal eine Mauer bauen, damit diese Slimes einfach nicht an unser Haus drankommen. Damit einfach dieses Drecksgeräusch nicht immer ist. Aber man kann daraus nur eine Rüstung machen, mehr nicht. Ja, aber das ist doch auch schon geil. Also, hau mich mal einmal mit deinem Schwert. Hau mich mal. Ja, du hast mir jetzt 3,5 Herzen gemacht. Warte, ich guck mal, wenn ich jetzt die andere Rüstung anhab. Warte. Ja. Die. Hau mich jetzt mal. Boah, Alter, du hast mir viel mehr Herzen abgezogen. Ja. Also, aber ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, wie viele du mir mehr abgezogen hast. Aber die Rüstung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jo, die Sonne geht jetzt auch gerade unter. Dann können wir, wenn nächste Folge dunkel ist, können wir nochmal den Boss machen. Damit wir dann das bessere Schwert und so. Ich würde sagen, wir holen uns nicht vom Boss die Rüstung, die überspringen wir, weil die Meteorrüstung, die ist nur ein klein wenig schlechter. Sondern wir machen dann direkt uns die Höllenfeuerrüstung oder wie die heißt. Wollte ich gerade sagen, aber dafür müssen wir noch in das Höllenbiom hier rein, oder? In dieses rote, oder? Wir müssen uns nach unten buddeln. Irgendwo müssen wir auch eine Höllenschmiede finden, weil die müssen wir abbauen. Okay. Wolltest du mal eben mit zum Dämonenaltar, dann craften wir jetzt schon mal vielleicht zweimal für den Boss. Komm mal mit aus dem Haus raus und dann zeige ich dir das. Du hast ja auch Hermes Boots, ne? Ja, ich hab die auch. Bin jetzt am Haus, ich seh dich. Jo, dann komm mit hier lang. Wir müssen gleich mal gucken. Dann machen wir dir nämlich einmal die Spitzhacke und uns beiden noch die Schwerter von dem Boss. Oh. Weil das Schwert von dem Boss ist auf jeden Fall stark. So. Alter, wie er rennt, Alter. Wie er einfach rennt. So, hier hinten war irgendwo der Altar. Den hatte ich irgendwo hier gesehen. Der war da, ja. Der war eigentlich relativ, der war in so einer Höhle drin, ne? Das war doch das Ding, wo ich da am Anfang draufgehauen hab. In der allerersten aber Folge hier hinten, hinten ist auch einer. Warte, komm mal mit. Ja, hier hinten ist der. Bist du noch bei mir in der Nähe? Ja, ich bin hinter dir. Hier, dann machst du einfach Rechtsklick jetzt auf den Altar und dann legst du da 6 Linsen rein. Ich habe keine Linsen mitgenommen, Dude. Ja, den musst du mitnehmen. Wieso? Ja, du hast mir nur gesagt, ich habe gedacht, du hast sie mitgenommen, weil du gesagt hast, ich habe 6 Stück mitgehabt, aber ich wusste ja nicht, ob du deine mitgenommen hast. ich hab meine in so eine Chest gelegt. Ja, egal, craften wir nachher nochmal, der ist ja nicht weit weg, der Altar. Nee, aber es geht gerade, die Sonne geht gerade unter, ne? Ja, da würde ich sagen, Leute, wir werden jetzt an der Stelle die Folge beenden. Und machen den dann in der nächsten Folge, den Boss. Genau. Ohne Zeitdruck und mit einer besseren Rüstung. So sieht's aus. Boah, ich bin echt gespannt, ob es in der nächsten Folge dann einfach viel einfacher ist. Ja, bestimmt.
Sehen wir mal, wir laufen einem schnell zurück und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst eine positive Wertung da. Ansonsten schaut morgen wieder rein, wenn es heißt, dass, beziehungsweise wenn wir dann halt den Boss machen. Und ja, sonst würde ich sagen, kommt, schaut beim Kämpfen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss. Ciao.